Hallo, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, ich bin schon in Weihnachtsvorbereitung. Ja, wir schmücken noch keinen Baum, nein, und ich stelle auch nicht alles auf, aber ich besorge mir schon alles ran, damit es nachher immer schön fließend alles fertig wird, damit die Dekoration stimmt und dass am Weihnachten auch für den Baum alles vorbereitet ist. Und deshalb habe ich hier unter anderem diese schöne Baumdecke. Diese schöne Baumdecke oder Baumrock kann man ja auch sagen. Hat sie eine Öffnung. Mit Klettverschluss kann man sie um den Baum herumlegen. Und dann ist dieser Halbkreis, ich muss das mal wieder zusammen machen, damit man es hängen kann. So, dieser Halbkreis, das legt man um den Baumstamm herum. Sie ist golden. Ich liebe Gold, ich liebe Weiß, ich liebe Gold, ich liebe alles, was glänzt und schillert und leuchtet. Ich liebe Weihnachten. Ja, ich muss das mal erstmal wieder ein bisschen zumachen, damit das glatt bleibt, weil noch steht ja kein Weihnachtsbaum da, der das braucht. Auf der Innenseite hat es, oh, Entschuldigung, ich habe hier gar kein Licht, dann so, hat es solch Vlies. Und außen ist es einfach nur schön. Schaut euch das mal an. Das hat hier solch Fell und Gold dazwischen. Das Gold ist, wie es aussieht, draufgepresst. Es war, also zuerst war das Fell und dann kam das Gold dazu. So sieht es optisch aus. Ihr seht das ja auch hier. Hier ist auch überall solch Kunstpelz, so, solch Plüsch. Ja, Plüsch, genau, jetzt habe ich das Wort endlich. Und das Gold wurde einfach draufgepresst. Das sieht so schön aus. Das sieht so ein bisschen aus nach Baumrinde. Doch, ich leg das mal hin. Könnt ihr das sehen? Das hat so ein bisschen was von Baumrinde. Sehr schick. Schnee natürlich auch. Schnee ist ja auch weiß. Also es ist wirklich wunderschön. Sie hat einen Durchmesser von 48 Zoll. 48 Zoll ist ja genau unsere Maßeinheit. Ihr wisst sicherlich, was 48 Zoll sind. Wisst ihr nicht? Alexa, wie viel Zentimeter haben 48 Zoll? 48 Zoll sind ungefähr 121,9 Zentimeter. So, bitteschön, da habt ihr es. 21, 1,21,9 Meter. Das ist der Durchmesser, den diese Decke hat. Und das ist eine schöne Größe. Das ist ganz toll. Gefällt mir super. Viel mehr brauche ich auch nicht, sonst hängt es ja überall so weit über, dass man gar keinen Platz mehr hat zum Laufen. Aber es ist sehr schön, um den Baum herumzulegen, um die Geschenke abzulegen, um auch bunte Teller hinzustellen. Sehr toll. Eigentlich bin schon wieder einen Gedanken weiter. Ich habe mir jetzt neue Teile für ein Weihnachtsdorf gekauft. Eigentlich könnte ich auch die Decke vor dem Baum so ein bisschen mit dem Weihnachtsdorf dekorieren. Das wäre auch noch eine Idee. Ja, das sind aber Sachen, ich habe noch ein paar Monate Zeit, bis ich das wissen muss, was ich machen will, wie ich es machen will. Bis dahin bleibt noch ein bisschen und das kann ich in Ruhe planen. Aber es wäre auf jeden Fall eine Idee, das unter dem Baum dann so schön aufzubauen mit der Eisenbahn und drum und dran. Das wird auch toll. Die Geschenke, die kriegen wir auch woanders hingestapelt. So. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und habt herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!